So, mein Update vom 2.12., beziehungsweise jetzt schon 3.12., es ist gerade 0 Uhr geworden. Ja, nur ganz kurz. Ja, mein Tag heute war schön. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Tut mir leid, tut mir leid. Der Plan ist nicht so ganz aufgegangen, durch den Sport am Vorabend früher, so mehr zu schlafen, weil ich wollte dann noch die Folge für, ja. Also die erste Folge vom Projekt Grauton fertig schneiden sozusagen. Ja, da hat das Technikprogramm extrem rumgespackt und so weiter und so fort. Dann habe ich das irgendwann fertig gehabt, wollte ins Bett und war dann halt, war so genervt, dass ich irgendwie auch noch eine Weile nicht eingeschlafen bin. Ich versuche heute ein bisschen mehr rauszuholen, deswegen versuche ich es auch kurz zu machen. Ja, wie gesagt, den Sport für heute, für alle, die die erste Folge nicht gesehen haben sozusagen, den habe ich gestern schon gemacht. Weil ja, ich von Sonntag auf Montag immer schlecht einschlafen kann. Also, dass ich da vor 1 Uhr, 2 Uhr schlafe, passiert relativ selten, leider. Und deswegen habe ich den Sport gestern schon gemacht, damit ich dann heute dafür länger, also weiter nach hinten raus schlafen konnte. Ja, bin dann heute zur Arbeit und komme jetzt gerade von meiner besten Freundin, die aktuell schwanger ist. Und ja, wir haben uns tatsächlich nicht gesehen, seit sie schwanger ist. Und haben jetzt seit Wochen und Wochen und Wochen versucht, uns zu treffen. Und immer ist was dazwischen gekommen. Einer von uns war krank oder irgendwas hat nicht gepasst und so weiter und so fort. Und heute hat es dann endlich mal geklappt und es war sehr schön, sie wiederzusehen. Wie gesagt, ich werde in so einer Situation zumindest im Moment noch nicht filmen, weil das ist ja Privatleben und ich fühle mich auch einfach ein bisschen doof, wenn ich mit der Kamera da rumfilme, wenn ich doch eigentlich bei Leuten bin. Und finde das auch nicht so ganz richtig. Ich denke mal, wenn irgendwie so Gruppen sind, so Sachen, so Pen and Paper oder so, der werde ich bestimmt mal reinfilmen. Aber wenn ich irgendwie mich mit jemand einzeln treffe, um mit dem eine schöne Zeit zu haben, filme ich da nicht. Ja, haben fast 3 Stunden gequatscht und ja, es hat mir sehr, sehr gut getan, sie heute zu sehen. Und ja, jetzt werde ich schnell ins Bett. Also noch kurz runterfahren, mir eine Wärmflasche machen. Schnell ins Bett, damit ich zumindest die 6,5 bis 6 Stunden noch hinbekomme heute. Ja, denn morgen steht wieder Arbeit, Sport, Haushalt und so weiter an. Und ja, von daher werde ich mich jetzt mal ins Bett verabschieden und wir sehen uns mit dem morgigen Clip. Tschüss. Achso, kurzes Mini-Update noch. Sei ja auch kurz erwähnt vielleicht. Ich habe es gestern beim Sport offenbar irgendwie geschafft, mir meine linke Hand zu verknacksen. Beim Sport hat einfach überhaupt nichts wehgetan, aber danach plötzlich. Und heute früh war wirklich so, wenn ich versucht habe, mein Handy in meine Hosentasche zu stecken oder so, das hat höllisch wehgetan. Es ist heute über den Tag ein bisschen besser geworden. Ich hoffe aber natürlich, ja, dass das jetzt noch sich weiter bessert, denn morgen würde eigentlich Training mit den Hanteln und so anstehen. Ja, und da wäre es schon gut, wenn die Hand stabil wäre. Es ist, wie gesagt, heute über den Tag deutlich besser geworden. Von daher hoffe ich, dass es nichts Schlimmes ist. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, beim Sport, es hat zu keiner Sekunde wehgetan. Ich bin nicht weggerutscht, nix. Und ja, kurze Zeit später hat es dann plötzlich angefangen, weh zu tun. Wer weiß, was das ist, ich halte euch auch da auf dem Laufenden. So, ich versuche das Ganze jetzt ein bisschen kürzer zu machen immer. Es ist Dienstag, der 2.12.2019. Und ja, heute habe ich einen ziemlich stressigen Arbeitstag hinter mir und war danach erstmal ordentlich fertig. Ja, weil es jetzt eben auf die Weihnachtszeit zugeht und man gefühlt 15 Sachen auf einmal machen muss und dann natürlich immer noch Leute krank sind und so weiter und so fort. Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern. Aber das gehört dazu und macht auch irgendwie Spaß. War aber danach erstmal ganz schön fertig, habe mich jetzt eine Stunde mal ausgeruht, weil es halt auch mal sein muss. Wie gesagt, ich will weniger rumdümpeln, aber wenn man merkt, man ist einfach völlig im Eimer, dann mal zu sagen, ey, ich gönne mir jetzt auch mal eine Stunde Pause, ist auch, glaube ich, okay. Jetzt bin ich gerade beim Abwasch. So, da steht da der Abwasch. Und ja, werde den jetzt zu Ende machen, dann mache ich meinen Sport. Und ja, dann werde ich wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, ein Stündchen zocken oder so und dann ins Bett. Also heute keine Outdoor-Aktivitäten sozusagen. Genau, ich bin mal gespannt, wie der Sport läuft. Ich habe in den Beinen ordentlich Muskelkater, was jetzt nicht das Problem sein sollte, weil heute ein Upper Body Workout dran ist sozusagen. Aber ich habe auch Muskelkater in den Schultern. Das ist ganz witzig. Ihr habt ja das Workout im letztwöchigen
Projekt Grauton gesehen. Das letzte war ja quasi das vom Montag, was ich gemacht habe. Und es war ein Beinworkout, aber mit Gewichten. Und dieses Gewichte halten, ich bin vom Oberkörper her so schwach geworden. Einfach nur dieses Gewichte festhalten. Ich habe mehr Muskelkater in den Schultern, als ich in den Beinen habe. Naja, jetzt muss ich halt mal gucken, wie es läuft. Aber ich will das Workout auf jeden Fall trotzdem durchziehen und zur Not halt die Gewichte anpassen. Und ja, das Workout seht ihr jetzt. Thank you.
So, das Workout ist geschafft. Das längste bisher. 59 Minuten, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Es waren 5 Minuten Warm-up und dann 37 Minuten Bizeps und Trizeps Superset. Also das heißt, die ganze Zeit nur ja, ne, also vorderer Oberarm und unterer Oberarm. Die zwei immer und immer wieder da drauf, habt ihr gesehen. Ja, immer 10 Wiederholungen und ja, dann danach kam dann noch ein 12-minütiges Burnout-Oberkörpertraining und das ist nach diesen Supersets so unfassbar hart. Also ihr werdet es im Video auch ein, zwei Mal wahrscheinlich gesehen haben, wenn ich dran denke, es reinzuschneiden, dass ich bei ein, zwei Übungen wirklich mich da einfach verschätzt habe, in meiner Kraft einfach zusammengesackt bin und sie dann eben anders angehen musste. Ja, aber genau so soll es sein, weil morgen ist dann wieder der Unterkörper und Bauch, glaube ich, angesagt. Und da haben dann die Arme Ruhe. Das heißt, wenn die morgen Muskelkater haben und erschöpft sind und so weiter, dann ist das völlig in Ordnung. Und dann haben sie Zeit, sich zu erholen. Und dann kommt erst wieder das nächste Oberkörper-Workout. Ja, ist eins, wo man, wie man sieht, jetzt für meine Verhältnisse gar nicht so krass schwitzt. Aber es ist trotzdem super, super anstrengend. Hat aber auch Spaß gemacht. Ich mag irgendwie diese Workouts. Ich mag beides. Ich mag diese schnelle Action, diese schnelle Hit und immer wieder wechseln. Ich mag aber auch einfach so dieses sich immer weiter durchbeißen. Auch wenn ich sagen muss, ich bin im Moment wirklich ziemlich frustriert davon, wie schwach ich geworden bin vom Oberkörper her aus den genannten Gründen. Ja, also ich habe die erste Bizepsübung habe ich noch mit 10 Kilo gemacht, habe dann aber schon gedacht, okay, bei der nächsten muss ich auf 6 runtergehen. Trizeps habe ich mit 6 angefangen und ja, ganz am Ende werdet ihr sehen, war ich dann bei den Bizepsübungen bei etwa 4 Kilo. Und bei den Trizepsübungen bin ich am Ende, musste ich sogar auf nur die Stange, also so circa 2,5 Kilo runtergehen. Ja, das ist frustrierend auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, schon an einem Punkt war, wo ich die meisten Übungen mit 10 Kilo machen konnte und die mir sehr schwer fielen mit 6, was immer noch nicht viel ist. Ich weiß, ich bin wirklich relativ schwach. Aber ja, dadurch, dass ich jetzt fast ein Jahr lang eben sehr auf den Unterkörper fixiert war mit Fahrrad, und eben Oberkörper fast gar nicht gemacht habe, ja, bin ich echt luschig geworden. Und es ist echt frustrierend, dass ich jetzt wieder ganz am Anfang stehe, beziehungsweise sogar schwächer bin als am Anfang. Wobei ich mir auch eingestehen muss, ich habe wahrscheinlich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren fast, als ich angefangen habe, da habe ich, glaube ich, viel auch nicht richtig ausgeführt und einfach irgendwie durchgepowert, damit ich dieses Gewicht hochkriege, was eigentlich der falsche Weg ist. Eigentlich, wenn du merkst, du kannst es nicht richtig ausführen, ist die richtige Entscheidung eigentlich zu sagen, weniger Gewicht und dafür richtig ausführen. Ja, es ist trotzdem frustrierend, aber hilft ja nichts. Ich hoffe einfach, dass es schnell wiederkommt. Ich werde dranbleiben und dann jetzt nächstes Jahr dann eben im Sommer nicht auf den Oberkörper wieder verzichten. Ja, damit ich diesen Fortschritt nicht wieder verliere und nicht wieder so frustriert sein muss. So, das war mein Tag für heute. Und ja, dann sehen wir uns mit dem nächsten Clip wahrscheinlich von morgen.
So, wir haben den 4.12.2019. Das heutige Workout ist geschafft. 40 Minuten Lower Body Strength, also komplett 40 Minuten mit Hanteln eben den unteren Körperbereich trainieren, also Beine, unterer Rücken, Bauch. Genau, und eben Warm-up und Cooldown, aber das habt ihr ja gesehen. Ja, genau, das ging ziemlich gut. Ich muss sagen, meine Muskeln, meine Beine waren tatsächlich von Sonntag immer noch ein bisschen schwach und vermuskelkatert, aber wie ich euch ja gesagt habe, wenn ihr ein bisschen Muskelkater habt, könnt ihr ruhig Sport machen. Ihr müsst dann halt nur eure eigenen Grenzen akzeptieren. Und tatsächlich, diesen Effekt hat man oft, ging der Muskelkater im Verlauf des Trainings weg. Und ich war ganz froh zu sehen, dass ich zumindest, was die Beine und den unteren Körperbereich angeht, noch ziemlich auf dem Niveau bin wie damals und die meisten Übungen mit 10 Kilo in den Händen machen konnte. Wenn, war das Problem tatsächlich wieder eher, sie oben zu halten, aber auch das wird besser. Genau, die Schmerzen in meiner Hand, von denen ich erzählt habe, beim ersten Tag, die sind zum Glück weg, die waren auch gestern schon weg, das habe ich nur vergessen zu sagen. Keine Ahnung, was das war. Und ich werde diese Woche den Vlog relativ sportfokussiert halten, weil das jetzt wirklich erstmal so meine Nummer 1 Baustelle ist, dass ich wieder richtig fit werden möchte und eben auch den ganzen Körper fit kriegen. Genau, und Ernährung und so weiter und so fort ist natürlich auch alles dabei, aber das wirklich so komplett zu optimieren, habe ich wirklich so als zweiten Schritt. Das Wichtigste ist mir jetzt tatsächlich erstmal der Sport, weil ich eben durch Erfahrung auch gemerkt habe, das ist zum Beispiel auch meinem Zucker der wichtigste Aspekt. Natürlich darf ich nicht essen wie ein Scheunendrescher, aber ich merke, dass Bewegung das A und O ist, weil zum Beispiel in der Woche, wo ich krank war, war mein Zucker immer relativ hoch, obwohl ich so gut wie nichts gegessen habe. Kaum habe ich mich wieder ein bisschen bewegt, wurde er wieder besser. Ja, ich bin froh, dass ich ja jetzt meinen Körper wieder spüre und einfach diese Muskelspannung wieder reinkommt. Ich war doch ganz schön abgeschlafft. Ja, genau. Und das Workout lief gut. Und auch hier übrigens, wenn ihr Fragen habt oder so, dann immer gerne in die Kommentare. Und auch wenn ihr irgendwas seht, wo ihr denkt, das macht er aber ganz falsch und ihr seid Sportexperten, könnt ihr mir das auch gerne sagen, weil ich bin, wie gesagt, kein Experte. Klar, ich habe Physio anderthalb Jahre gelernt und weiß so einiges, aber eben, wie gesagt, mein Körpergefühl ist ganz schön schlecht. Und manchmal denke ich auch, ich mache es richtig, obwohl ich es in Wahrheit ziemlich schief bin oder so. Meistens sehe ich es dann in den Aufnahmen und ich glaube, bisher ist auch okay. Also heute hatte ich bei den Deadlifts das Gefühl, also bei diesem geraden Rücken nach vorne, hatte ich das Gefühl, dass ich ziemlich krumm geworden bin und die Beine ziemlich gebeugt habe, also im Prinzip geschummelt habe. Und gerade im Rücken krumm werden ist bei denen ganz gefährlich. Muss ich mir gleich mal angucken, ob das so war. Aber ja, ich glaube, im Großen und Ganzen war es ziemlich gut. Jo, ich werde jetzt unter die Dusche springen. Geschlafen habe ich übrigens jetzt, außer in der ersten Nacht der Woche, habe ich jetzt immer 6 bis 7 Stunden. Das hat also auch funktioniert. Und es ist auch nötig, weil ich merke, dass ich doch, wenn ich den Sport jetzt wieder durchziehe, deutlich mehr Schlaf brauche. Und dass, wenn ich wenig schlafe, ich deutlich unfitter bin. Jo, das war's von meiner Seite und wir sehen uns dann mit dem nächsten Clip. Tschüss. So, Tag 551. Heute steht ein Upper Body Workout plus Cardio an. Ja, ich habe im Moment überall so leichten Muskelkater, also in den Beinen, die sind ein bisschen geschwächt und die Arme und Schultern und so auch noch von vorgestern. Aber jetzt wird durchgezogen, denn morgen werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zum Sport kommen, weil da der ganze Tag von morgens vom Aufstehen bis spät in die Nacht verplant ist. Von daher werde ich morgen nicht zu kommen und ich würde schon gern diese Woche eigentlich meine 4 Workouts schaffen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich da leistungsmäßig gerade schon wieder bin, weil letzte Woche habe ich ja wirklich 2 geschafft und das war's, that's it, weil ja, dann einfach mein Körper zu am Ende war, um noch weiterzumachen. Jetzt werde ich wohl die 4 relativ easy schaffen und ich denke, es ist auch so oder so ganz gut, wenn ich morgen eine Pause mache aus den genannten Gründen, weil wie gesagt, mein ganzer Körper ist schon ermüdet, nicht in dem Maße, wo ich sage, ich kann heute den Sport nicht machen, aber er ist auf jeden Fall ermüdet und von daher ist die Pause morgen wahrscheinlich ganz gut, aber ich bin schon mal ganz zufrieden. Ich habe mich von 2 Workouts letzte Woche auf 4 Workouts diese Woche gesteigert. Wie gesagt, das von Montag habe ich am Sonntag schon gemacht, weil am Montag eben auch wenig Zeit war, aber trotzdem ist es ja das Workout aus dieser Woche. Also ich sag mal 4 Workouts innerhalb von 7 Tagen gemacht, da bin ich ganz zufrieden mit und ja, jetzt starten wir mit dem Workout.
So, Workout geschafft. Ja, das war der Donnerstag. Das Workout ging echt gut, muss ich sagen. Hat auch echt Spaß gemacht. War halt immer zwei Strength-Übungen, also mit Hanteln für den Oberkörper und dann zweimal 40 Sekunden zwei verschiedene Cardio-Übungen. Dann nochmal die zwei ersten Strength-Übungen und dann ging es in die nächste Runde, wo dann wieder zweimal Strength, Cardio, zweimal Strength war. Also Kraftaufbau. Ja, ging echt gut, muss ich sagen. Ich muss sagen, ich merke jetzt schon deutliche Fortschritte. Also allein, dass ich wieder mehr, also jetzt schon nach den paar Trainings einfach wieder mehr Muskelspannung habe, also nicht so schlaff bin, wie ich jetzt zuletzt immer war. Und ja, einfach irgendwas war doch noch. Verdammt. Also mehr Muskelspannung, mein Körper wieder besser spüre und irgendwas ist mir heute beim Training noch aufgefallen, aber ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Faszinierend. Naja, gut. Ich fühle mich auf jeden Fall schon wieder deutlich besser. Das ja, sollten, glaube ich, die vier Workouts für diese Woche gewesen sein. Wie gesagt, das von Montag ist im letzten Vlog noch drin, aber ihr habt jetzt hier drei gesehen. Und ja, wie gesagt, ich wollte das jetzt mal relativ sportfokussiert halten, diesen Vlog hier, weil das, wie gesagt, erstmal die Hauptbaustelle ist. Ach, jetzt weiß ich wieder, was es war. Genau. Und zwar, ich war ja schon an einem Punkt, wo ich in meinem linken Arm permanent so ein Taubheitsgefühl hatte. Jetzt nicht im Sinne von, das kommt vom Herzen, sondern man hat einfach gemerkt, da sind irgendwelche Nerven abgeklemmt, weil alles so verspannt und so verkrampft ist und so verkürzt, dass ich permanent so ein Taubheitsgefühl im linken Arm hatte. Das ist komplett weg. Die extremen Kopfschmerzen durch verspannten Nacken und so sind weg. Also ich merke jetzt schon, dass mir dieses, ja, ganzheitliche Training echt gefehlt hat. Und dieses nur Fahrrad ja ein bisschen schädlich war so gesehen und dann jetzt eben auch, dass ich echt wochenlang keinen Sport machen konnte. Es wird alles besser. Ich hoffe, nächste Woche schaffe ich dann die 5 Workouts am Stück und ja, wir sehen uns. So, die Woche ist geschafft. Der Sonntag ist so gut wie rum. Ich bin gerade zurück von einem Krimi-Dinner, was der gute Niklas, aka Nikra, den ja vielleicht auch einige von euch kennen, ja, ausgerichtet hat. Das hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und war echt cool, war eine neue Erfahrung, kannte ich bisher auch noch nicht. Und ja, war aber echt super cool, irgendwie so gemeinsam, jeder in seiner Rolle zu rätseln, wer es denn war, Hinweise zu sammeln und ja, wenn man der Mörder oder die Mörderin war, eben dann ab einem bestimmten Punkt auch zu versuchen, den Verdacht von sich wegzulenken. Und auch wenn ich einer von nur zwei Leuten war, der quasi der am Ende den falschen Verdacht hatte, hat das trotzdem super viel Spaß gemacht. Ja, Nikra und Nip haben für uns gekocht, was super lecker war. Also einfach ein super cooler, toller Tag heute und eine neue Erfahrung, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ja, jetzt werde ich den Abend geruhsam ausklingen lassen und alles gut. Verzeiht, dass ich diese Woche nicht jeden Tag dokumentiert habe und auch generell relativ wenig ja, von mir preisgegeben habe sozusagen. Ich muss wirklich, ist mir aufgefallen, ich muss mir für die Zukunft überlegen, wie ich dieses Format machen möchte. Also falls nächste Woche nichts kommt, wundert euch nicht, dann bin ich gerade am Umstrukturieren, weil ich schon feststellen musste, wie ja, einfach wie krass lange allein dieses Zusammenschneiden der Sportclips dauert. Und dann sitze ich halt manchmal auch hier, wenn ich das Video schneide, und letzte Woche habe ich auch erzählt, dass ich so spät schlafen gegangen bin. Was eben teilweise auch daran lag, dass ich Stunden und Stunden daran saß, dieses Video zu schneiden, was ja dann irgendwie wieder so ein bisschen dem Sinn dieser Aktion, dass ich mehr schlafen, mich mehr um mich kümmern, weniger um Mediengedöns und so ein bisschen entgegengeht. Und was, glaube ich, auch für euch einfach nicht so super geil spannend ist, wenn diese Vlogs eine Stunde gehen. Klar, sie sind nur einmal die Woche. Würde ich jeden Tag einen machen, wäre es halt jeden Tag, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten. Und das machen ja auch nun viele und das stört keinen. Aber ja, ich möchte eigentlich kein Daily-Vlogger werden, zumal ich, wie gesagt, nicht, wenn ich mich mit Freunden rum treffe oder irgendwas mache oder so, nicht die ganze Zeit mit der Kamera rumrennen möchte. Das möchte ich einfach nicht. Deshalb finde ich dieses einwöchige Format eigentlich ganz gut. Aber ich muss es auf jeden Fall überdenken, weil ich krieg immer noch nicht alles unter, was ich gern erzählen würde.
So habe ich jetzt ja diese Woche quasi Ernährung, Schlaf und so weiter völlig ausgelassen. Nicht, weil ich alles verheimlichen will, aber einfach weil ja mein Fokus ein anderer war. Und hätte ich das jetzt noch mit drin, würde dieses Video halt wieder eine Stunde gehen. Ich kann es kurz zusammenfassen. Hat offen gesagt beides die Woche nicht so gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe die Woche jetzt wirklich viel nicht so geil Gesundes gegessen und vor allem auch viel gegessen, weil ja, das ist leider was, wozu ich, wie gesagt, neige. Es war halt viel Stress, auf Arbeit musste viel gemacht werden, privat musste viel gemacht werden, und ich hatte einfach sehr viel im Kopf und ich neige dann eben dazu, dass ich dann sehr viel esse. So, und eben auch dann nicht immer das Gesündeste. Das ist jetzt, wie gesagt, jetzt läuft der Sport sozusagen wieder, das ist jetzt auf jeden Fall der nächste Punkt, den ich angehen möchte. Also es kann sein, dass jetzt im nächsten Video der Fokus sehr auf der Ernährung liegen wird, weil das ist was, was ich wirklich jetzt in den Griff kriegen muss, weil ich wirklich immer dran denken muss mit dem Zucker. Jeden Tag, wo ich mir zu viel Essen, zu viel Zucker in den Körper ballere, schwäche ich meinen eigenen Körper und irgendwann wird er das dann eben nicht mehr von alleine in den Griff kriegen. Und ich befürchte auch, dass der nächste Langzeitzucker nicht gut sein wird. Das thematisiere ich aber dann. Ich habe nächste Woche meine, also oder diese Woche, wenn ihr das hier seht, habe ich meine Langzeitzuckermessung. Und dann werde ich dann in der Woche danach erfahren, was bei rausgekommen ist. Ja, und ich befürchte leider, das wird nicht gut sein, weil, wie gesagt, nur noch kurz, noch mal kurz vorm, ich war oft krank, ich war viel zu Hause, ich hatte wenig Bewegung, konnte meinen Sport nicht machen und habe dazu noch beschissen gegessen. Also, dass ich die Superwerte der letzten zwei, drei Male halten können werde, glaube ich absolut nicht. Ich befürchte sogar, dass das wieder so in den Langzeitzuckerbereich 7 bis 7,5 gehen wird, was, wie gesagt, für mein Alter viel zu hoch ist, definitiv. Ja, werde der Ärztin dann erklären, woran es lag und dass ich es jetzt auf jeden Fall wieder angehe. Und ja, dieses Mal mit Hilfe dieser Videoreihe dann hoffentlich auch wirklich ein für alle Mal und endgültig. Ich sag mal so positiv gesehen, es war jetzt mein erster Einbruch dieser Art seit ja, Jahren eigentlich fast, seit fast 2 Jahren. Da in der Zwischenzeit habe ich es halt wirklich gut durchgezogen. Aber jetzt hatte ich wirklich mal wieder richtig so einen Einbruch, wo ja, wo wie gesagt, obwohl, also immer noch besser als früher, wo ich quasi täglich bestellt habe und Fast Food und Fleisch und alles. Aber wie gesagt, bevor ich diese Videoreihe gestartet habe, habe ich schon immer mal wieder was bestellt und dann zwischendurch was gegessen. Und in der Kita, was ich mir auch schon abgewöhnt hatte, wenn da was mitgebracht wird, habe ich da mitgenascht und so weiter und so fort. Also ich befürchte, diese Kombination aus wenig Bewegung und nicht so guter Ernährung wird zu einem nicht so guten Zuckerwert führen. Und mein Ziel ist, dass ich es aber zum nächsten so richtig geil hinkriege. Und das, obwohl jetzt Weihnachten kommt. Das muss das Ziel sein. Ja, ich werde euch da auf dem Laufenden halten. Also wie gesagt, diese Woche war sehr der Sportfokus. Ich hoffe, dass ich nächste Woche genauso Sport weitermachen kann, weil nämlich seit Freitag schon wieder mein Hals wehtut. Das ist wirklich so krass dieses Jahr. Ich bin nicht krank, aber mein Hals tut halt weh und ich habe ein bisschen Husten. Es ist so krass, wie aggressiv das dieses Jahr einfach ist, diese ganzen Bakterien und Viren. Ja, genau. Also der nächste Vlog wird sich wahrscheinlich sehr mit der Ernährung fokussieren, wo ich dann ja vielleicht euch nur sage, was ich als Sport gemacht habe und vielleicht ein Training zusammenschneide oder so und ich ansonsten aber ja mir quasi mit euch gemeinsam so ein bisschen Rezepte raussuche, die ausprobiere, ja gucke, welche Ernährung ich zu meinem aktuellen Lebensstil wählen sollte und so weiter und so fort. Das steht jetzt an. Die super stressige Zeit auf Arbeit ist jetzt vorbei. Das ist geschafft. Jetzt ist quasi noch 2 Wochen alles abarbeiten, was in den letzten Wochen so liegen geblieben ist, einfach durch Weihnachtsfeier und so weiter. Und Vorbereitungen und so weiter und so fort. Das alles abarbeiten, aber ansonsten so dieses, wir müssen jetzt zu diesem Punkt mit etwas fertig werden, das ist jetzt erstmal weg. Von daher hoffe ich auch, dass ich einfach wieder ein bisschen mehr den Kopf frei habe und ein bisschen strukturierter quasi vorgehen kann. Ja, das war's für diese Woche und wir sehen uns dann nächste Woche mit dem hoffentlich etwas veränderten Vlog-Format. Mein Ziel wäre eigentlich, dass wir so auf 20 bis maximal 30 Minuten kommen. Das wäre eigentlich mein Ziel. Genau, wenn möglich eher 20, damit das ein ja anguckbares Format ist. Genau.
Das war's von meiner Seite und wir sehen uns dann nächste Woche und bis dahin, euer Gauton und ciao.